Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier vom Kanal auf German HD. Ja, meine lieben Freunde, ich habe hier mal ein weiteres Video für euch am Start, was für den einen oder anderen sehr nützlich sein kann. Und zwar geht es um die Regeln im Frozen Money Bereich. Ja, es gibt ja den Frozen Money, den wir auf den Konsolen PlayStation 4 und PlayStation 5 machen können. Allerdings gibt es da ein paar Regeln, die ihr einhalten müsst oder solltet, weil das wäre schon auf jeden Fall einzuhalten, warum das Ganze so ist. Ja, ich weiß, Regeln bei einem Money Glitch sind immer scheiße, aber genauso wie bei Mod-Menüs gibt es auch hier Regeln, die ihr einhalten solltet. Zum Beispiel, wenn ihr Frozen Money habt, könnt ihr alles kostenlos kaufen. Ja? Zum Beispiel hier auf Legendary Motorsports könnt ihr eigentlich alles kaufen, was ihr wollt. Ihr könnt alle Autos kaufen, ihr könnt die voll auftunen, wie ihr wollt. Genauso ist es eigentlich fast wie bei South San Andreas Supercars. Hier könnt ihr auch fast alles kaufen, ja, bis auf eine kleine Ausnahme hier zum Beispiel. Und zwar hier zum Beispiel der RC Bandito. Das Fahrzeug dürft ihr nicht im Frozen Money kaufen, ja, weil dieses Fahrzeug wird nicht abgespeichert. Und wenn ihr das dann wieder kaufen wollt, im auf legalen Zustand, kann es passieren, dass euch ein toter Stellplatz angezeigt wird. Genauso ist es wie bei den Motorrädern. Die Motorräder könnt ihr natürlich alle ohne Probleme kaufen. Bei Warstock ist das wiederum ein bisschen was anderes, aber dazu komme ich gleich. Genauso wie das mit den Gebäuden hier, sei es Nachtclub, Basis, Autowerkstatt, Spielhalle, Base oder sonst irgendwas, das könnt ihr nicht kaufen. Ja? Ihr könnt es zwar kaufen für den Moment, in dem ihr im Frozen Money seid, ihr bekommt es auch, aber das wird nicht gespeichert. So, genau das gleiche gilt für Immobilien. Ihr könnt auch keine Immobilien kaufen. Klar, wie gesagt, im Frozen Money Bereich in der Sitzung werdet ihr die Immobilie bekommen, aber sie wird nicht abgespeichert. Jetzt kommen wir mal zu den Arena-Fahrzeugen. Bei den Arena-Fahrzeugen könnt ihr auch fast alle kaufen, die ihr wollt, außer halt die Arena-Werkstatt, die könnt ihr auch nicht kaufen, nur halt für den Moment. Genauso gilt das wie mit diesem LKW, den könnt ihr auch nicht kaufen. Bei Warstock sieht das schon ein bisschen anders aus. Kauft auf keinen Fall im Frozen Money eine Terabyte. Kauft auf keinen Fall einen Avenger. Kauft auf keinen Fall eine mobile Kommandozentrale. Weil, wenn ihr das im Frozen Money kauft und ihr kauft das dann im normalen Zustand, dann ist da ein toter Stellplatz. Genauso wie für Pegasus-Fahrzeuge. Kauft euch keine Pegasus-Fahrzeuge, weil die werdet ihr, wie gesagt, auch für den Moment bekommen, aber sie werden nicht abgespeichert und dort wird auch ein toter Stellplatz hinterlassen. Also seid da bitte vorsichtig. Probiert es gar nicht aus, kauft es bitte nicht. Genauso ist es wie mit den Spezialfahrzeugen. Kauft keine Spezialfahrzeuge, auch hier keine Pegasus-Fahrzeuge kaufen. Flugzeuge zum Beispiel, die könnt ihr ja begrenzt kaufen. Aber bitte kauft euch hier an der Stelle, zum Beispiel bei Warstock, nur Flugzeuge, die ihr zum Beispiel in einen Hangar stellen könnt. Ja, ich meine, wenn ihr einen Hangar habt, dann könnt ihr die Flugzeuge gerne kaufen. Und kauft euch bitte nur Flugzeuge, die auch in euren Hangar geliefert werden. Ja. Weil man kann ja auch Pegasus-Fahrzeuge kaufen, die dann hinterher abgespeichert werden können in dem Hangar. Aber es müssen Flugzeuge sein, die in den Hangar direkt reingespeichert werden. Genauso wie das goldene Flugzeug, den goldenen Deluxe-Helikopter. Nicht kaufen, Freunde. Ja? Was haben wir hier noch? Genau wie Boote. Boote könnt ihr auch nicht kaufen. Die werden auch nicht abgespeichert. Ja, und ihr werdet euch mit Sicherheit jetzt fragen, warum werden einige Dinge abgespeichert und manche Dinge nicht? Und wieso kann ich mir keinen Terabyte, kein Avenger kaufen und so weiter und so fort? Ja, ich werde euch das Ganze mal erklären. Wenn ihr euch jetzt im Frozen Money eine Terabyte kauft, eine mobile Kommandozentrale
oder ihr kauft euch eine Mock oder wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, oder hier irgendwas anderes, ja, dann ist es so, dass ihr, während ihr im Frozen Money seid, bekommt ihr die Sachen, ihr bekommt die mobile Kommandozentrale, ihr bekommt die MOC, ach mein Gott, was laber ich denn da, MOC und Kommandozentrale ist doch dasselbe, ja, Avenger, wenn ihr das kauft im Frozen Money Bereich, bekommt ihr das, aber seid ihr wieder aus dem Frozen Money Bereich raus, ist es nämlich so, dass wenn ihr das abspeichern wollt, zum Beispiel die Autos, wenn ihr die Autos abspeichern wollt, müsst ihr die ja hin und her switchen auf diesen Parkplätzen. So, und das könnt ihr zum Beispiel mit einer MOC oder mit einem Avenger nicht machen, ja. Dadurch wird das nicht nur abgespeichert, also es wird nicht abgespeichert. Das Problem ist auch, wenn ihr wieder in den Normalzustand in GTA 5 Online reingeht und ihr wollt euch dann eine MOC kaufen, wird euch gesagt, dass ihr schon eine habt. Genauso ist das mit der Avenger und den anderen Sachen. Damit verursacht ihr tote Stellplätze, ja? Und diese tote Stellplätze können nur gefixt werden, wenn Rockstar Games ein größeres Update raushaut. Deswegen beachtet bitte die Regeln, die ich euch genannt habe, ja? Weil das ist wirklich ganz wichtig. Autos auftunen, in die Garage stellen, das könnt ihr alles, aber bitte keine MOC. Keine Avenger, kein Terabyte, keine Gebäude, Klamotten werden auch nicht abgespeichert, also lasst es bitte sein, ja. Ansonsten, wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst dem Video doch eine positive Bewertung da, das heißt Daumen nach oben. Ansonsten bedanke ich mich jetzt noch recht herzlich fürs Zuschauen, meine lieben Freunde, und ich sage noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde, bleibt treu, und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.